Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Super Mario 3D World. In der letzten Folge haben wir das Geisterhaus gemacht, das Plessy-Level, dann neue Elemente kennengelernt, wie zum Beispiel diese Böden, wo nur erscheinen, wenn man drauf geht, oder diese Lichtblöcke. Und zum Schluss haben wir noch das Rätselhaus gemacht. Auf jeden Fall gehen wir jetzt weiter mit Wumpel-Inferno, 7. Level in dieser Welt. Und wer geht in das Wumpel-Inferno? Peach. Gott, hier kann man nicht hochklettern. Ah, das wird schon wieder ein neues Element. Geil. War der gerade glücklich, bevor ich drauf war? Ja, der ist wahrscheinlich glücklich, wenn ich sterbe. Oder wenn er wieder an seinem Ziel ist. Boah, jetzt wäre ich fast in Lava gelaufen. Jetzt ist er glücklich, weil er wieder an seinem Ziel ist. Ein Tanuki, den nehme ich mir mit. Was war das gerade? Ja, dann werden wir wohl nochmal herlaufen müssen. Und zwar wegen meiner Dummheit. So. Zweiter Block. So. Wir sind wieder darauf. Et voilà, jetzt sind wir wieder hier. Tanuki. Und diesmal bitte nicht in die Lava springen. Danke. Man hätte sein können, dass hier was ist. Gegner töten oder so. Stempel fehlt aber noch. Da rede ich gerade vom Stempel. Und dann ist er da. War knapp, sonst wäre er gerade ohne mich losgefahren, glaube ich. Stempel. Ich hoffe, es kommt auch gleich der zweite Grünstern. Ey, wenn es der zweite ist, ey. Ist tatsächlich der zweite. Na, ich glaube, Katze und Tanuki sind eigentlich kein schlechtes Team. Alter. Es kommen auch Ratten dazu. Somit haben wir alles gesammelt wieder. Alter, ich lieb's gerade, spannend zu machen, oder? Goldflagge erreicht. So kann man doch das Level gut starten. Der eine Fail, aber mei. Sonst wird's nur halb so lustig, oder? Die Ratten.
Gegen wen kämpfen wir nochmal? Einmal gegen den Blubarius, glaube ich. Und dann gegen den Schlangentypi. Blubarius. Zugabe. Wer kämpft gegen Blubarius? Mario. Kirsche. Aber der Zirkus oder der Vergnügungspark ist schon geil. Eins, zwei. Oh, Alter, mit drei Marios jetzt echt. Boah. Eins, zwei, drei, fünf. Vier Marios. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Vier. Da einer gestorben, einer kam dazu. Easy. Jawohl. Goldflagge direkt geschafft. Und Blubarius Zugabe ist damit getan. Stimmt, weil in der letzten Welt waren ja Prinz Bully wieder da. Und Karumpel, die Magma-Kugel. Die Karumpel-Gang war wieder da. Und ich habe den Namen von der Schlange vergessen. Von Zischl. Heißt der echt Zischl? Von Zischl, ja, natürlich. Für den braucht man eine Katze. Oder auch nicht. Ah, das ist jetzt die Frau von dem Typen. Erster Treffer. Aber was ich da nicht ganz verstehe, ist, warum alle Schlangen Schaden kriegen, wenn sie getroffen wird. Ja. Ja, vielleicht. Sind die miteinander verbunden? Das kann ja vielleicht sein, aber. Mei. Einfach nur so in den Raum geworfen. Und da ruft sie schon wieder die Schlange. Et voilà. Das war's mit vom Zischl. Ich glaube, das war die Frau von der Schlange. So. Neun Leben. Mal gucken, ob ich irgendwann vielleicht diesen Trick ausprobiere mit den unendlich Leben in Welt 1-2. Wenn es mich nicht täuscht, war der Kommentar von Neo. Danke dafür. Ich werde es eventuell ausprobieren. Ich weiß aber noch nicht. Ah, ich glaube, da ist zu. Ah, da ist eine Röhre, eine versteckte. Zu einem One-Up. Und was auf der anderen Seite?
weiß, das ist keine Röhre, aber da kann ich, glaube ich, reingehen in den offenen Vorhang. Sind da Feuerbrüder? Es ist Toadhaus. Das ist das Toadhaus. Okay. Und schauen wir mal, wie viele Grünsteine man braucht. 170. Das ist eigentlich nicht wenig. Bowsers großer Turm. Ich glaube, das Finallevel dieser Welt. Und gegen Bowser kämpft Peach. Was für eine Ironie. Alter, was ist das gerade für Musik? Ich hoffe, dass ich heute alles direkt finde. Alter, was für eine geile Aufmache. Da ist das kaputte Auto. Ich hoffe, ich finde direkt alles, weil ein zweites Mal würde ich das Level ungern spielen. Das nimmt irgendwie den Final-Vibe raus, glaube ich. Das heißt, Augen auf beim Eierkauf. Und so viel dazu, Augen auf, gell? Alter, ich dachte gerade schon, ich bin hier gefangen. Aber ich hätte fast schon den ersten Grünschen übersehen. Den habe ich nur. Ich habe nur irgendwas gehört. Deswegen bin ich hier geblieben. Ich glaube, da ist Nummer 2. Alle Bullies besiegen oder so. Katze. Oh, danke. Was ist denn hier drin? Wieder eine Katze. Ah, jetzt ist er drin. Mucki weg. Ja, egal. Alter, willst du mich verarschen? Tatsache. Grünchen Nummer 2. Aber ich muss immer noch einen Grünstern und einen Stempel finden. Hallo? Gibst du mir irgendwas? Nee. Captain Toad steht doch nicht drum rum. Ich brauche doch was. Stempel und Grünstern. Alter. Irgendwie sieht es voll geil aus mit dem Regen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich irgendwas verpasst. Ich hoffe, hier kann man noch Sachen sammeln. Ja, ein Grünstern sehe ich da schon mal. Bowser! Bist du eine Furry? Da haben wir es, Leute. Furry Bowser. Ah, ist jetzt echt so ein Level. Scrolling Level, sowas hasse ich ja wie die Pest. Wenn mir einer die Geschwindigkeit vorgibt, wie ich was zu spielen habe.
Als ob. Nein. Alter. Ja. Das war dumm. Gab es einen Checkpoint? Es gab keinen Checkpoint. Willst du mich verarschen? Ah, kann ich nochmal umgucken, ob ich den Stempel übersehen habe? Irgendwie habe ich Gefühl nämlich schon. Erster Abschnitt wieder geschafft. Hier ist eine Katze drin. Jetzt muss ich die Bullies allerdings nicht besiegen. Oh, Heilige. Entschuldigung. Wird wahrscheinlich gerade übel laut gewesen sein, oder? So. Das überspringe ich nochmal, die Katze, die mir mal kam. Also sie kommt nicht mehr. Doch, kommt. Furry Bowser. Geh weg. Dann weiß ich jetzt, ein bisschen schneller mit dem Grünstern sein. Aber wenigstens weiß man, das dürfte eine Safe-Plattform sein. Ah, ich hätte jetzt hingucken können, wo es rauskommt, ey. Und erstes Leben, glaube ich, abgezogen. Ey, jetzt habe ich keine Katze mehr. Und der Stempel brauche ich auch noch. Ich glaube, den habe ich übersehen, oder? Kirsche. Ich wollte doch nur die Koopas besiegen, vielleicht geben die mir eine Katze. Alter, ich habe jetzt echtes Power-Up übersehen. Ja, das war klar, dass ich jetzt sterbe, aber ich glaube, ich muss tatsächlich das Level nochmal spielen. Wegen den Dreckstempel. Es sei natürlich, der Stempel ist weiter oben. Weiß ich ja nicht. Also ich habe jetzt rausgefunden, wie man sieht, ob er angreift.
Da scheint immer das Licht hin. Okay, wir sind jetzt fast oben, schätze ich. Aber mir fehlt immer noch der Dreckstempel. Stempel. Mir fehlt der Dreckstempel. Alter. Easy. Mann, jetzt habe ich echt den Stempel übersehen. Aber eigentlich muss man sagen, das Level war richtig geil. Aber ich glaube, man könnte sich mit dem Bowser-Kampf ein bisschen mehr erwarten, oder? Aber mal. Das Level-Design war ja erste Klasse. Damit sind die Feen auch wieder befreit. Please, bitte sag, ich habe den Stempel nicht übersehen. Bitte. Stempel? Ja. Stempel. Stempel. Goldflagge. 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 Kelly Peach. Goldflagge. Ja, Goldflagge. Oh, war ein richtig geiles Level, fand ich. Laufen hier die. Ja. Ich glaube, die Credits kann man durchlaufen lassen, oder? Ich habe ja keine Ahnung, was die uns hier zeigen. Alle in Katzen. Zu Mario 3D World plus Bowser's Fury. Ja. Ob ich das gleich danach spiele, ich denke schon, aber weiß ich noch nicht. Plessy robbt auf der Röhre entlang. Aber ich denke schon, dass ich Bowser's Fury direkt hinterher baller. Weil es gehört ja zu dem Spiel dazu. Hoppel die Hopphasen. Die kleinen Feen. Die Fernglasfee. Ja, ich denke, aber ich frage mich noch, wie ich die kennzeichnen soll, dass es Bowser's im Glas eingesperrt. Oh. Pompom und Pam. Captain Toad und seine Freunde. Fee Nummer 2, also Weltenfee. War schon ein geiles Spiel. Damit machen die echt ein Gefühl, das wäre alles. Aber man sieht ja da oben schon ein wunderschönes Raumschiff rumschweben. Und ab jetzt werden deine Bestzeiten für die einzelnen Level angezeigt. Echt jetzt? Und es fehlen noch ein Haufen Stempel. Und man sieht's ja jetzt. Spezialwelt, wir kommen. Würde ich sagen.
Aber nicht mehr in dieser Folge. Möchtest du Luigi's Bros. Für die... Na, vielleicht irgendwann Bonuspart oder so. Dann gucken wir mal nach, ob wir alles in der Welt geschafft haben in Welt 8. Bowsers Welt. Tatsache. Gehen wir in die Welt und schon noch danach. Ja, alles geschafft. Dann gehen wir in Welt 1 zurück. Und schauen dann, was das ist. Ich sag danke fürs Zuschauen bis jetzt. Und ich sehe euch in der nächsten Folge von Super Mario 3D World. Ciao, euer Gladius.